aufpassen, dass uns das Wasser nicht nach unten spült. Wir könnten aber rein theoretisch das Wasser hier als Fahrstuhl nehmen. Okay, das ist vielleicht gar nicht so dumm. Das merken wir uns mal. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir da auch vernünftig wieder hochkommen. Und diesen Weg, den bastel ich uns jetzt eben mal. Hier machen wir es auch noch ein bisschen breiter. Weil je breiter die Flächen sind, desto geringer natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier eventuell irgendwo runterfallen. Und das sollte im Prinzip a Priorität haben, dass wir hier nicht drauf gehen. So. Warum ich alles abbaue, relativ einfach, damit ich das mit mir leichter erkennbaren Stufen wieder basteln kann. So. Okay, alles klar. So sieht's gut aus. Und hier können wir im Prinzip. Genau. Das ist im Prinzip unser Übergang. Den verbreitere ich an der Stelle jetzt mal ein bisschen. So. Boah, komm. So läuft das. Okay. Sicherheit erhöht. Jetzt kann auch gerne die Berufsgenossenschaft kommen und gucken, ob alles auch arbeitnehmerfreundlich ist. Weil ich denke, das dürfte es jetzt mittlerweile sein. Ja. Wie gesagt, wir brauchen nach wie vor den Weg nach unten. Den können wir mal weiter verfolgen. Hier hat man jetzt die Möglichkeit, dass wir hier gerade ausgehen. Den verbreitern wir eben auch mal ein bisschen. So. Hier haben wir eine Ausweichmöglichkeit. Das ist okay. So, und ich würde sagen, dann hier drüben auf der anderen Seite basteln wir unseren Weg dann nach unten. So, das halte ich für durchaus sinnvoll. Wir kommen da noch nicht ran. Verdammte Axt. Vielleicht hier? Hier auf jeden Fall. Ja, machen wir es halt so. So ist auch okay. Und der Reaper da hinten, den können wir uns leider erst krallen, wenn wir auch die Möglichkeit haben, hier nicht sofort hops zu gehen. So. Aber sehr beeindruckend, die Anzahl an Kohle. Das macht. Achso, das war der Kies. Das macht mich natürlich auch gerade ein bisschen glücklich. Denn noch haben wir ja nicht die Möglichkeit, mit Lava zu backen, zu kochen, etc. Und hier geht dann später die Treppen runter. So, ja, es wird oben gleich wieder dunkel. Das heißt, da müsste ich mal einen Blick drauf haben. Beziehungsweise ich sehe schon die Sterne. Naja, ich gehe schon mal hoch. Ich gehe schon mal hoch. Ein bisschen Stein habe ich ja jetzt schon wieder mit angeschleppt. Für Waffen, beziehungsweise für ein bisschen Werkzeug wird es reichen. Zusehen, dass wir jetzt nach Hause kommen. Die Hühner sind schon sehr aktiv hier, muss ich sagen. Und wir haben, glaube ich, auch noch Bambus mitgenommen gehabt. Den kann ich dann morgen früh, bevor es dann losgeht, ja auch noch. Sieht so aus, als wäre das ein Fehler von mir. Nein, ach egal. Also hinsichtlich mit dem Holz hier. Müsste eigentlich ein Stück Wand sein. Und hier müsste noch so ein Holz sein. Und vielleicht hier auch noch. Na, hier kann ich es zumindest machen. Das wäre kein Thema. Nein! Naja, egal. Die hauen ja nicht weit ab. Und so latsche ich wenigstens nicht zufällig auf dem Ei. Das ist alles okay. Das kann man mal schon so machen. Ja, ich war jetzt auch bei den letzten Aufnahmen und zwischendurch mal auf dem Server von der Gaming-Schmiede. Da wurde jetzt zwischenzeitlich einmal zurückgesetzt. Das tat mir ein bisschen weh, muss ich zugeben. Aber das ist ein Ding, das hat mir schon Spaß gemacht. Weil dort hast du auch andere Leute, die mitbauen. Das heißt, es ist nicht so einsiedlermäßig wie hier, sondern du hast wirklich ein größeres,
eine größere Umgebung und so weiter. Und ihr könnt euch ja die Aufnahmen immer am Wochenende angucken. Die veröffentliche ich dann jeweils immer am Samstag und am Sonntag. Was wollte ich jetzt eigentlich? Achso, ich wollte hier den Bambus noch reinpflanzen. Da könnt ihr mal entscheiden, ob es für euch schöner wäre, ein Let's Play dort zu veranstalten. Oder ob man so ein reines Survival-Let's Play machen sollten. Ein Fehler. So. Jetzt haben wir hier drüben noch eins, zwei. Das war's schon. Das war's schon. Dann haben wir, wenn ich das hier ernte, tatsächlich schon ein bisschen was zur Verfügung. Sehr schön. Aber wie immer, Entschuldigung. Aber wie ich bereits schon gesagt habe, wir werden zusehen, dass wir, gerade wenn wir dort hinten in der Höhle sind, so viel Zeug nicht mitnehmen. So, Knochen, Mais kann alles raus. Pfeil kann zumindest so lange raus, wie wir keine, na, wie heißt's? Keinen Bogen haben, weil der macht sonst reichlich wenig Sinn. Möhren nehme ich nochmal mit, da werden nochmal kurz die Schweine angefüttert. Und die Treppen nehme ich auch mit, die verbaue ich gleich, obwohl hier die, das kann ich auch gleich mitnehmen. Akazienholz nehme ich auch mit, damit ich mir zwischendurch Crafting Table und sowas bauen kann. Brauchen wir noch irgendwas? Ja, wenn wir schon mal eine Tür haben, nehmen wir die auch noch gleich mit. So. Und jetzt müssten wir einfach nur gucken, dass wir noch Werkzeug basteln. Stein habe ich, Akazienholz habe ich auch. Also ich kann jetzt unterwegs immer Werkzeug bauen. Essen. Essen würde durchaus Sinn machen. Um Essen kümmern wir uns jetzt gleich nochmal. So, die Eimer, die nehmen wir mit, aber die tun wir dort rein. Die kommt dann übrigens in eine Kiste vor Ort. Also die werde ich dann nicht ständig mit haben. Hunger geht eigentlich. Ich habe jetzt noch zwei Hähnchenschenkel. Die werden ja wohl so lange noch reichen. So, Weizen. So, ja, komm. Es wird Zeit zum Bumsen. Wenn Marius Müller-Westernhagen das sagen kann, dann darf ich das auch. Bumsen ist ein durchaus verwendbares Wort. Und? Ja, haben sich alle geliebt. Hervorragend. Ihr habt euch auch geliebt? Ja, ihr habt euch schon geliebt. Alles klar. So. Schafe. Ah ja, komm. Wir haben den Weizen. Wir haben die Schafe. Dann ist der Rest im Prinzip nur Natur. Also das muss reichen. So, hier ihr nochmal ein bisschen. Eins, zwei. Eins, zwei. Und das war's dann auch schon. Gut. Sehr schön. Läuft doch. Läuft doch mit unserem kleinen Bauernhof. Dort hinten. So, und das Gute ist, wenn wir dann unten in der Mine sind, haben wir dann tatsächlich auch die Möglichkeit. Sehr schön. Ja, ich weiß, das ist eine Mauer mit einer Tür. Das ist mir durchaus klar. Aber was muss, das muss. Aber das bauen wir oben gleich noch aus. Versprochen. Das wird so nicht bleiben. Da drüben haben wir Metall. Das wäre vielleicht dann auch nicht schlecht, aber ich glaube, auf Metall konzentriert muss ich mich jetzt nicht so arg konzentrieren. Metall werde ich früher oder später sowieso noch in den Händen halten. Ah, sehr schön. Ich freue mich schon, wenn wir die Mine da unten erreicht haben. In der Mine haben wir dann die Möglichkeit, Schienen zu fördern. Und das ist mehr als genial. Dort könnten wir eventuell dann uns selber mit, ja, ah, ne, gut, da bräuchte man auch noch Redstone. Ach, das dauert alles noch ein bisschen, bis wir dort sind, wo ich dann gerne hin wollte. Jetzt bin ich allerdings schon an dem Punkt, wo ich mir mein Crafting-Zeug bauen muss. Und da mache ich das auch mal eben. So, das ist der Crafting-Table. Den hauen wir auch erstmal hin. So, zack. Und dann nehmen wir noch eine Truhe. Ich sag mal, eine sollte erstmal reichen. So, und dann können wir, da hauen wir den Eimer rein, da hauen wir die Kohle rein. Die brauchen wir nämlich vorerst nicht.
So, und wir hauen auch das Holz rein. Ja, ein bisschen Holz müssen wir noch rausnehmen, weil ich mir ja jetzt jede Menge Spitzhacken bauen muss. Ja, schon klar. Erstmal Stöcke. Ich weiß doch. Erstmal die Frage, wie viel machen wir? Vier Spitzhacken, fünf, fünf, fünf ist okay. Fünf ist okay. Wir nehmen vielleicht noch vorsichtshalber mal zwei Schaufeln, falls wir die noch brauchen. Und dann Spitzhacken wird so das sein, was wir wahrscheinlich am ehesten benötigen werden. Ja, komm, gib auf. So, aber dafür nehmen wir auch nicht alles mit. Das wäre reichlich dämlich, wenn uns da was verloren gehen würde. So. So ist okay. Na gut, Weizen können wir auch noch rausholen. Den kann man sowieso nicht knuspern. Ach, guck mal hier. Das mache ich jetzt, weil es hier gerade auf dem Weg liegt. Aha, komm, tiefer will ich nicht bauen. Ich kenne mich. Zack, bin ich weg. Und hier geht's weiter. Also ich baue schön eine zweispurige Autobahn, wollte ich gerade sagen. Eine zwei Blockbreite Möglichkeit hier runter zu gehen. Wie gesagt, zwei Blockbreit, immer weil ich mir selbst nicht vertraue. Wie vorhin zum Beispiel, wo ich auf die Tastatur greifen wollte und aus Versehen sofort einen Knopf gedrückt habe, den ich gar nicht drücken wollte und fast wieder runtergefallen wäre. Man hat es vielleicht an meinem erschrockenen Gesicht gesehen. Ansonsten habe ich mir nichts anmerken lassen. Ach ja, schön. Aber da kommen wir jetzt wieder in die Gefilde, wo Minecraft zur Therapiearbeit wird. Naja, okay. Da hört es auch schon wieder hier auf. Können wir hier das noch mitnehmen? So. Machen wir uns hier noch frei. Ja, weit ist es nicht mehr, aber ein paar Meter müssen wir noch. Ein paar Meter müssen wir noch. Das ist die Frage, wir könnten eigentlich auch diese Meter anbauen, wenn wir wollten. Ich probiere das mal. Das wäre vielleicht so doof, ja gar nicht. Sicher kann man sich da nie sein. Weil richtig doof geht immer. Aber ich habe so das Gefühl, wir könnten hier einfach weiter nach unten bauen. Daran ist. Ja, vielleicht doch. Mal gucken hier so. Ja, doch, ich denke, so kommen wir runter. Doch, doch, so dürfte es gehen. Wie gesagt, ich bin ein sehr vorsichtiger Spieler. Das ist vielen schon aufgefallen. Einer hat auch noch geschrieben gehabt, du kannst die Monster ruhig töten. Ich sag, nee. Ich mach das nur zur Selbstverteidigung. Apropos Selbstverteidigung. Apropos Selbstverteidigung. So, wie in dem Fall jetzt. Da kann man das schon mal machen. So, und da kam mir übrigens auch so ein bisschen das Wasser entgegen. Und jetzt findet man auch Fäden, was absolut hervorragend ist. Denn wie gesagt, gerade hier unten. Gerade hier unten, wo es wirklich arg dunkel ist, macht es Sinn. Pfeil und Bogen zu arbeiten. Eigentlich brauche ich hier tiefer gar nicht mehr reinzugehen. Sei denn, ich habe. Na doch, klar, kann ich selber basteln. Okay, dann mache ich das auch mal. Weil ohne Licht geht hier gar nichts.